So, willkommen meine lieben Freunde und Abonnenten und Zuschauer. Heute spielen wir Super Mario 64. Und ja, es ist ein neues Projekt. Ich bin aber auch nicht alleine. Ich habe einen Gastkommentator dabei, den Alex. Und er wird gleich zu Wort kommen, aber vorerst möchte ich hier einen kurz anfangen, das zu starten halt. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, von wegen Sound und alles. Und wenn er mal dazwischen husten sollte, dann das kriegt er alles gleich zurück. Lieber Mario, komm mich doch mal einmal im Schloss besuchen. Der Kuchen steht bereit, in Freundschaft, tut's du, Peach. Interessant, meine liebe Freundin. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, er wird gleich reden dürfen. Und nehmt ihn bitte heute nicht so hart ran. Es ist sein erstes Mal bei mir, wie das klingt, ja. Er darf gerne mal zuhören, mitreden und er nervt gerade ziemlich, ich weiß. Gut, ansonsten lassen wir hier gerade den Lakito noch ein bisschen rumschweben und ja, entschuldige mich, wenn hier irgendwas Perverses mal und kurz ins Gespräch kommt, weil er ist ziemlich krank und wir wissen das doch alle. Stimmt, Alex? Achso, der hört's nicht. Apropos, er heißt ja Alex, das habe ich ja eben schon gar nicht erwähnt gehabt. Komm, herzlich willkommen durch einen Warpröhre, bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach... Ach ja, die Steuerung ist gut, an die kann ich mir hier nicht richten, da ich hier einen Controller habe. Auf jeden Fall, ich hole jetzt den Alex rein und lass dich mal überraschen. So Alex, du darfst jetzt reden. Alex? Hallo, ja? Ja, er redet, er kann reden, es kann reden, es kann sprechen, yay. Und Alex... Ja, ja. Wer bist du? Ja, also ich bin Alex. Gehe auf Markus seine Schule. Ja, was soll ich sagen? Bin 15 Jahre. Doch so alt? Ja. Oh mein Gott. Ich dachte, du bist 14. Okay, ich habe dich falsch eingeschätzt. Tut mir leid. Ja. Ich kenne dich ja nicht so. Also im Rilaf habe ich dich noch nie gesehen und du mich auch nicht. Ja. Von wegen auf eine Schule, das ist nicht so. Das hättest du gerne. Gut, was sind so deine Hobbys? Erzähl mal so den Leuten etwas über dich selbst. Außer, dass wir auf der gleichen Schule gehen und alles. Los, hau raus. Also, wie soll ich sagen? Also, meine Hobbys sind... Auf jeden Fall Snowboard fahren, tue ich echt gern. Ja, natürlich Freunde treffen. Du hast Freunde. Ich hab Freunde. Das sehe ich irgendwie gar nicht ein, dass du Freunde hast. Das geht nicht, du bist Gamer. Na gut, nicht wirklich Gamer, aber... Ja, so etwas wie ein Gamer. Sag nicht, na klar. Ja. Ich muss sagen... Der Alex schaut mir so ein bisschen über Bildschirmübertragungen zu und ich hoffe, dass es bei ihm nicht so immer so stockend, laggend ankommt. Ach, du auch, oder? Ach, Quatsch. Ja. Ich merke eigentlich, dass ich eben keine Testaufnahme gemacht habe, ob du laut genug bist oder nicht, aber naja, das ist ja egal. ich höre dich ja sowieso nicht. Also, nicht. Ach, egal. Ich schaue mir das Video sowieso nicht an. Okay. Siehst du alles so, bis jetzt geht's von der Qualität her? Ja, ne, das ist halt wie wenn es bei Minecraft laggt. So ist es halt. So ist es halt, okay. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein miserables Internet immer noch und ja, das wird sich vielleicht demnächst auch mal ändern, ja. Denn kann ich das öfters mal machen, dass irgendwelche Leute mal so Gastkommentator sind, zuschauen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Projekte. Soll ja kein Problem sein. Du bist so schweigsam, erzähl mal was. Was soll ich erzählen? Irgendwas, erzähl was über dein Leben, deine Freundin, deine Freundin, erzähl was über deine Freundin. Das ist schwierig. Nein, lieber nicht. Lieber nicht, genau. Möchtest du gerade jemanden grüßen? Irgendjemanden, den du so zufälligerweise, ja, der vielleicht das Video anschauen könnte. Wen? Omi Opi. Omi Opi, okay, also schick denen nachher mal den Link, damit die, ja, deinen Gruß empfangen können. Ja, wahrnehmen können. So, ja. Den König Bob haben wir besiegt, war jetzt keine großer Akt. Und den ersten Stern haben wir damit in der Tasche.
Siehst du alles? Ich muss ja mal ab und zu mal so fragen, ob du... Ja, ich sehe alles. Perfekt. Perfekt? Naja, gut. Ich hoffe es doch. Ja, Leute. Schreibt mir uns doch gerne mal in die Kommentare, ob euch der Alex so sympathisch ist oder nicht, ob er euch gefällt oder ob ihr sagt, scheiße, weg mit dir, dich wollen wir nie wieder hören oder so. Also schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Was denn? Es muss doch mal ehrlich sein. Einmal im Leben ehrlich sein, Alex. Nie was von Ehrlichkeit gehört? Also wie gesagt, auch wenn er so scheiße ist, beichtet es uns. Und das ist... Na wie jetzt? Ich hatte eigentlich... Ja, gut. Ich tue jetzt hier gerade ein bisschen mit dem Cooper einen kleinen Wettrennen machen. Sollte ja kein Problem sein. So schwer ist er hier nicht, so lahmarschig wie er ist. Erinnert mich irgendwie an dich? Nee, du bist ja eigentlich ein schneller im Real Life. Ja, Alex? Möchtest du was sagen? Ja, okay, dann hinten nicht. Ich dachte so, du willst mal was irgendwie beitragen zur Unterhaltung und ich werde hier gerade irgendwie... getroffen. Du bist einfach nur zu schlecht. Ich bin nicht schlecht, ich bin gut, ich bin sehr gut sogar. Ich bin besser als du in diesem Spiel. Ja, in diesem Spiel. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt ja auch nicht der größte Ass in dem Spiel. Ich bin eigentlich so noobig wie nur möglich. Yep. Ich freue mich ja schon auf die späteren Level und alles. Und ich muss sagen, ein, zwei Abkürzungen kenne ich zum Beispiel die hier. Ist eigentlich ziemlich chillig, also da gewinnt man wirklich gegen den Cooper. Solange man sich nicht dumm anstellt, wie manchmal ich. So, Flagge erreicht. Jetzt darf man warten, bis der Cooper kommt, der Lahmarsch. Was meinst du denn, wie viele Sekunden kommt du? Ich schätze mal. Boah, 11 Sekunden. Kein Plan, wie schnell der ist. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ja gut, also als ich das erste Mal wirklich auf der N64, ich spiele das ja gerade über Emulator, also von daher, als ich das auf dem N64, weil ich ja eine Konsole hatte, da kommt er jetzt langsam, das erste Mal gegen den gespielt habe, ich habe sowas mal abgelöst, weil ich habe die Abkürzung nicht gekannt oder ähnliches und, ja gut, dann da war auch schon zum Teil schneller, weil ich dann oft irgendwie in den Berg runtergerutscht bin und irgendwie nicht hochkam. Aber gut, den zweiten Stern haben wir auch schon, das geht ja ziemlich flott hier. Und... Alex, siehst du noch alles? Ja, das hängt gerade übelst bei mir. Ah, das ist nicht gut. Ja. Nicht, dass ich hier alles schön spiele und du überhaupt nichts siehst davon, aber naja. Gut, ist ja nicht mein Elend. Ja. Ist ja nicht mein. Ja. Ja, okay. Fliege zur schwebenden Insel machen wir doch gerne. Dafür dürfen wir jetzt mit so einem rosanen, plüschigen... Bob-Omb reden. Siehst du jetzt eigentlich noch was? Ekelt mich. Ja, ich sehe so eine pinke Kugel. Okay, gut. Also das ist schon mal so schön, dass du siehst. Siehst du jetzt gerade, wie sich das jetzt auswärt, oder? So? Ja. Okay, ja, das jetzt. Ist... Okay, danke. Danke die für Kanone, dich. Ne? Ja, ja. Gut, dass du es gesehen hast. Ich hoffe, dass mein Controller hier... Nein! Nicht ab und zu meint, ja, komm, wir müssen ein bisschen, nicht mitmachen, was der Markus will, sondern den eigenen Willen durchsetzen. Weil der ist ein bisschen alter Controller. Der hat auch schon viel mit sich, hinter sich. Ich will gar nicht erwähnen, was alles. Ja. Nein, nicht. Boah, Alex. Ja. Nein. Mann, Alex. Bin dir nicht zu weit geflogen. Ja. Ja, siehst du was? Ich darf jetzt öfters mal nachfragen, ob du was siehst oder nicht. Bitte auf dem Baum. Der Emulator? Hängt?